Hallo Leute und damit herzlich willkommen zum neuen Amerika-Vlog. Wir haben heute in Tag 3. Nachdem ich jetzt fast meine Speicherkarte in der Unterkunft vergessen hätte, gut, dass ich es noch rechtzeitig gemerkt habe, schauen wir mal, was uns heute so erwartet. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg, um ein Diner zu finden fürs Frühstück. Und jetzt werde ich von zwei Kameras gefilmt und habe jetzt kompletten Anschluss verloren. Heute ist Montag, der 30.05. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Heute ist Memorial Day in Amerika und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns erstmal, ob wir das Diner finden zum Essen und dann sehen wir uns später wieder. Wir sind jetzt in Queens oder ein Teil von Queens. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe die Übersicht verloren. Wir sind jetzt erst mit dem Bus gefahren, dann wir müssen da über die Straße. Wir sind jetzt erst mit der U-Bahn gefahren, dann mit dem Bus. U-Bahn ist ja noch ganz einfach, Bus ist nicht so einfach. Aber jetzt haben wir uns einen Diner gefunden, wo wir hinwollen. Schauen wir mal. So, wir sind jetzt fertig mit Frühstücken. Ihr habt es ja gesehen, ich platze aus allen Nähten, habe auch nicht alles geschafft, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich jetzt noch ein was essen würde, glaube ich, kommt alles mit einmal wieder raus. War echt gut, aber sau viel. So, jetzt werden wir mal schauen, dass wir unseren Bus erwischen und dann mal gucken, wie es weitergeht. 2000 Jahre später. So Leute, mittlerweile sind wir wieder in New York. Wir stehen jetzt hier in der Nähe von Times Square an den Manhattan ist New York. Mittlerweile sind wir wieder in New York. Mein Bruder kennt sich überhaupt nicht aus. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei den Flatiron Building. Das sieht man jetzt hier im Hintergrund ein bisschen. Ich zeig's euch gleich nochmal. Und das Krasse daran ist, dass das früher das höchste Gebäude von ganz New York war. Ich drehe mich jetzt dazu mal ein bisschen um. Und jetzt drehe ich mal die Kamera um. Also da könnt ihr es sehen. Wie gesagt, war früher mal das höchste Gebäude in New York. Ja, wurde jetzt mittlerweile ein bisschen abgelöst. Also hier gibt es einige Gebäude, die mittlerweile um einiges höher sind. Ja. Fotos sind erstmal gemacht. Ich finde es ein bisschen schade, es ist voll eingerüstet vorne. Normalerweise schaut es noch cooler aus, aber wenn man schon mal hier ist, dann muss man es definitiv auch mitnehmen. So, und jetzt müssen wir noch überlegen, was als nächstes kommt. We'll be right back.
So Leute, da wir jetzt etwas die Übersicht verloren haben bzw. den Orientierungssinn, sind wir jetzt wieder zurück Richtung Flatiron Building gelaufen. Wir müssen aber genau in die andere Richtung. Wir wollen zum Times Square. Wie gesagt, wir wollen mal schauen, heute ist ja Memorial Day und mal gucken, was am Times Square so geboten ist. Ja, ich habe jetzt gerade schon mal drüber geschwenkt, ich zeige es euch trotzdem von hier nochmal. Jetzt sieht man nämlich gerade das Empire State Building ganz gut. Ich hoffe, dass das funktioniert mit der Belichtung, dass es nicht zu hell ist, aber ich glaube, man kann es gut erkennen. Das sollte funktionieren. Ja, jetzt muss ich nur schauen, dass mein Bruder nicht verliere. Ja, wie gesagt, wir laufen jetzt mal noch ein bisschen weiter und hoffen nicht überfahren zu werden. Und dann sehen wir uns voraussichtlich am Times Square wieder. So Leute, kleine Planänderung. Wir sind jetzt in Macy's anstatt am Times Square. Wir sind jetzt im Big Piano. Ja, der Thomas, den kann man da im Hintergrund schon sehen. Es ist richtig geil. Hey Thomas, ich hoffe, das ist nicht Copyright. Es ist so geil, es ist absolut geil. Ja, so schaut es bei uns gerade aus. Times Square, müssen wir mal gucken, ob wir nachher nochmal zum Times Square gehen, weiß ich noch nicht. Jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal Macy's. Das ist übrigens, wer es nicht weiß, ich habe hier so einen gewissen Bildungsauftrag auch. Ist größte Kaufhaus in New York. Und ja, da schauen wir jetzt einfach mal, was es hier noch so alles gibt. Und sehen uns dann später wieder. So, also wir sind immer noch in Macy's. Und das Witzige daran ist, obwohl das hier so ein wirklich modernes Kaufhaus ist, gibt es hier Holzrolltreppen. Absolut geil. Habe ich so vorher auch überhaupt noch nicht gesehen. Wollte ich jetzt nur mal gezeigt haben. So Leute, wir sind jetzt wieder raus aus dem Macy's. Was auch cool ist, das sind hier hinten. Kann man das erkennen? Ja, das kann man erkennen nicht beim Thomas, sondern da hinterm Thomas. Hier ist alles voller Pailletten. Das glitzert und funkelt in einer Tour. Oha. Moment, ich melde mich gleich wieder. So Leute, da bin ich wieder. Wir waren nur gerade etwas abgelenkt. Wovon ist jetzt egal. ja, wie gesagt, wir sind jetzt wieder raus aus Macy's. Es ist echt heftig. Vor allen Dingen, weil meine Kamera schon wieder viel zu weit nach unten zeigt. Moment, geht gleich weiter. Jetzt wird's besser, oder? Moment. So, jetzt aber. Ja, ich habe einen Anschluss verloren. Wir sind raus aus dem Macy's. Ja, lass mich mal kurz ein Video machen, weil ich komme hier die ganze Zeit, ich bin komplett raus gleich. Wir sind jetzt raus aus dem Macy's zum 25. Mal. Im Macy's war es schon ganz chillig, weil es komplett klimatisiert ist. Hier draußen sind es jetzt, ja, gute 30 Grad. Da vorne ist auch schon, ich glaube, das müsste der Times Square sein. Und dann schauen wir da mal hin, ob da heute aufgrund der Feierlichkeiten des Feiertags, ob da was Spezielles geboten ist. Dann haben wir das auch mal gesehen und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich am Times Square wieder. Wir sind wieder am Times Square, allerdings scheint hier auch nicht mehr los zu sein als sonst auch immer. Also es ist schon viel los, aber ich glaube jetzt nichts Besonderes. Ja, mal gucken, wo es jetzt weitergeht, gut, ohne umgerannt zu werden. Und ja, ich schwenke euch nachher noch mal kurz drüber, wenn wir dann direkt am Times Square sind. Wir sind jetzt kurz davor, da vorne flippt irgendjemand aus. Mal gucken. Also wir sind jetzt direkt am Times Square. Wie gesagt, es ist auch nicht recht viel mehr geboten als sonst. Also es ist schon was los, wie man im Hintergrund schon einigermaßen erkennen kann. Aber ja, jetzt auch nicht mehr als sonst. Ihr habt es ja, jetzt muss ich kurz überlegen, im vorletzten Vlog, glaube ich, bei Tag 1 müsst ihr das gesehen haben. Jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal bei schönem Wetter ohne Regen. Und dann könnt ihr euch den Times Square mal ein bisschen genauer anschauen. Ja,
So schaut es aus, also es ist halt alles komplett vollgekleistert mit LED-Wänden. Gefühlt muss man hier in der Nacht auch mit der Sonnenbrille rumrennen, weil die LED-Dinger schon richtig, richtig blenden. So, ich habe gerade meinen Bruder verloren. Ich habe keine Ahnung, wo er hin ist, aber das wird schon. Zur Not muss ich ihn anrufen. Ja, wir wissen jetzt auch nicht, was wir machen sollen, weil jetzt ist es aktuell, Moment, 17.45 Uhr. Mein Bruder wollte eigentlich nochmal ins One World Trade Center, weil da unten so ein Geschäft ist, wo er, da kommt er wieder, weil da unten so ein Geschäft ist, wo er ein Urlaubsmitbringsel kaufen wollte, aber da müssen wir mal gucken, da fahren wir jetzt vielleicht mit der U-Bahn hin. Ja, mal schauen, ich schaue jetzt einfach mal, was jetzt noch so läuft. Und wenn es noch irgendwas Interessantes gibt, dann werde ich auf jeden Fall nochmal einschalten. Ansonsten sehen wir uns dann in Brooklyn wieder bei der Abmoderation. Sollte es jetzt nichts mehr Spannendes geben. Gut, dann würde ich sagen, bis später. Okay Leute, der Plan steht. Wir sind immer noch am Times Square übrigens, by the way. Wir werden jetzt aber langsam Richtung Unterkunft aufbrechen und werden schauen, ob wir jetzt vielleicht noch irgendwas essen oder irgendwas und dann Richtung Unterkunft. Und dann geht's morgen weiter, weil die Hitze, die macht einen schon ganz schön kaputt. Ich wollte euch nur mal was richtig Witziges zeigen. Man sieht es im Hintergrund ein bisschen. Ich schwenke nochmal um, dann seht ihr es noch besser. Also normalerweise zeige ich ja nur richtige Autos, aber das Teil ist halt schon witzig. Vor allen Dingen, wenn man in Amerika ist, im Land der Superlativen, nenne ich es jetzt einfach mal, wo alles größer, fetter, stärker ist. Und dann kommt man da zu so einem Polizeiauto mit so einem Smart. Naja, okay. Was auch cool ist, hier ist Harry Potter. Also wir sind jetzt direkt am Broadway. Hier ist so eine Aufführung, so eine Broadway-Aufführung. Da oben, ich muss bloß aufpassen, dass ich hier nicht totgefahren werde. Da oben, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ich versuche mal ein bisschen ran zu zoomen. Da sitzt ein Engel in einer Kugel. I don't know. Ich habe zwar einige Harry Potter Teile gesehen, aber bei weitem noch nicht alle. Also wenn ich da jetzt irgendeinen Mist erzähle und mich alle Harry Potter Fans lynchen wollen jetzt, dann tut es mir leid, wenn ich jetzt nicht weiß, was es mit der Kugel da oben auf sich hat. Ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, fahren wir jetzt mit der U-Bahn zurück zur Unterkunft. Und dann würde ich sagen, war es das von dem Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt doch gerne mal eure Kommentare, eure Meinung zu New York und allen drum und dran unten in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten New York Vlog auch mit dabei, also beim nächsten Teil vom New York Vlog. Und ja, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.